kaum will ich die Folge beginnen, so werde ich schon mit der schwersten und wahrscheinlich einzigen Entscheidung dank Dennis konfrontiert, dieses Spiels. Und damit wir... Ups. Da wollte ich nicht hin, sondern ich wollte ins Inventar, damit wir die Folgen, naja, damit uns die Folgen nicht so psychisch zusetzen, würde ich sagen, ups, das ist eine Grasgranate, die wollen wir nicht, sondern würde ich sagen, konsumieren wir erstmal ein Bier, damit die Folgen, ja, wie gesagt, uns nicht so sehr mitnehmen. Tja, das würde ich aber auf jeden Fall nicht in der Realität empfehlen. Fragt Max Payne, der weiß warum. So, zurück zum Spiel. Ich möchte jetzt die Entscheidung begründen. Dennis hat ja schon in der letzten Folge so viel Zeit vertan, um die ja mir zuzuschieben. Das heißt, ich muss sie jetzt übernehmen und ich bleibe aber im Inventar, weil ich hoffe, dass der Timer, der im Hintergrund läuft, so nicht abläuft. Denn ich hatte das Spiel schon geöffnet und bin mal kurz nochmal weggegangen und dann ist es schon geschehen, um beide. Was heißt beide? Es sind ja mehrere betroffen als nur zwei, aber beide Entscheidungsteile eben. Also, da sind alle gestorben, weil ich das Gas nicht umgeleitet habe und ja, also ich kann mir also nicht ewig Zeit lassen. Ich werde die Zivilisten retten, denn, also, Kevin hat zwar das alles, ihre Taten bereut und schien ja nicht ganz freiwillig zu sein, da steckte noch Druck von Burke dahinter, aber sie haben eben anfänglich die Befürchtungen von DARPA missachtet. DARPA war eben nochmal... Wer jetzt damit nichts anfangen kann, den kann ich nochmal die Folge empfehlen, wo ich mit Kevinar geredet habe. Da hat sie alles, also da hat sie viel Aufschluss über die ganzen, über das ganze Geschehen dort gegeben. DARPA war eben die Firma, die das, die Idee hatte, Soldaten zu augmentieren zur verbesserten Wahrnehmung. Aber sie haben davon abgelassen, aufgrund der Folgenträchtigkeit. Und Bell Tower, dann ist dieses Unternehmen, wo Kevinar scheinbar arbeitet, dieses Forschungsunternehmen, zu Bell Tower gegangen, da sie erstmal privat finanziert sind und eben ohne jegliche Bedenken arbeiten. Deshalb kann sie mir nicht sagen, dass davon nichts klar war am Anfang. Und wenn wir die Rollenverteilung mal uns anschauen, dann sind eben die Gefangenen die Opfer und sie ist eigentlich ein Mittäter. Und ja, aus diesen Gründen werde ich sie retten, auch wenn eben Kavanagh einsichtig war und sie versucht haben, sich am Ende zu wehren. Scheinbar wollte Gary oder, also auf jeden Fall der Forschungsassistent oder Forschungspartner Hilfe holen. Ich weiß es nicht genau, aber jetzt, wo es die Entscheidung kommt, möchte ich nicht mehr lange reden, sondern die Gefangenen retten und damit muss ich das Gas ins Labor leiten. Sie haben die Informanten getötet, Bratan. Unsere einzige Chance, Bell Tower zu zerschlagen. Burke hat sie umgebracht. Ich habe nur verhindert, dass er auch noch einen Massenmord begeht. Und was, wenn er es nochmal versucht, Tridurok? Sie müssen ihn neutralisieren. Heben Sie mit dem Touchscreen im Raum über Ihnen die Abriegelung auf und kehren Sie zur Basis zurück. Vermutlich erwartet Sie dieser Govnyuk schon. Okay, jetzt auf zu Burke. Wir können uns nur dafür rächen. Ja, das war eben der Nachteil dieser Entscheidung, dass angeblich die Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Huch, das läuft da ja automatisch. Kann ich mir aber eigentlich so nicht vorstellen, weil wenn so viele Zeugen gegen Bell Tower aussagen, dann muss doch irgendwas, dann muss doch irgendwer reagieren und das für glaubwürdig halten. Ja, hier wieder die Schleuse, wahrscheinlich, hoffentlich mit zum letzten Mal. Im Hauptspiel hatten sie die nicht, das war dann vielleicht auch besser, aber hier gibt es dafür glaube ich auch keine Ladebildschirme. Naja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Kann ja deutlich sehen. Ich weiß nicht, ob das hier direkt zum Laden ausgenutzt wird. Corporate Tyler. Oh. Oder sollte ich Adam Jensen sagen? Ja. Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Keitner hat Ihre Spuren nur halb so gut verwischt, wie sie dachte.
Zu schade, dass ihr Glaube in sie enttäuscht wurde. Dachten sie wirklich, es würde irgendwas ändern, wenn sie ein paar wertlose Zivilisten retten? Glauben sie ernsthaft, ihr Leben hätte irgendeine Bedeutung? Genießen sie ihren sinnlosen Sieg, Jensen. Denn ohne Dr. Kavanaghs Aussage wird niemand gegen diese Station vorgehen. Und wie wir beide inzwischen wissen, wurde ihr Vertrag aufgelöst. Diese Frau, Reed, diese Megan, nach der sie suchen, sie ist nicht hier. Und wissen Sie, wer zwischen Ihnen und dem Schiff steht, das sie zu ihr bringen könnte? Ich. Auf dem Schiff habe ich sie unterschätzt. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, wir wollten sowieso zu dir. Lässt er mich jetzt... Ja, ja. Er hat zum Glück scheinbar nicht die Kontrolle hier darüber gehabt, dass er uns einsperren konnte. Wo sind Sie? Ich bringe meinen Arsch in Sicherheit. Burke ist hinter Ihnen her. Ich habe keine Lust, in das verdammte Kreuzfeuer zu geraten. Aber wegen dem Gas, ich weiß, es war nicht leicht. Aber Sie haben getan, was Sie tun mussten. Gehen Sie in meine Werkstatt. Machen Sie den Wichsern mit dem Zeug dort die Hölle heiß. Ich würde mich ja gern mal auf ein Bier mit Ihnen treffen, aber machen Sie's gut, Kumpel. Tja, der Quinn hält zu uns und stellt uns jetzt seine Materialien aus seiner Werkstatt zur Verfügung. Da können wir gespannt sein, was er alles da drin gehortet hat. Denn ich wollte schon am Anfang da mal reinschauen. Man hat ja immer schon gesehen, das war eine Menge Ausrüstung, die er dort hat. Und jetzt wollen wir doch uns nochmal zu Burke vorkämpfen. Da ist schon das erste Hindernis. Zwei Soldaten, an die wir gar nicht so einfach rankommen. Ich würde sagen, eine Gasgranate eben nicht tödlich mal wieder. Oh. Die hilft, wenn ich mich dabei nicht gerade selber mitnehme. Naja, gut. Es hat nur einen getroffen, das ist schade, aber dafür habe ich halt die Schockpfeile. Mist, ich muss warten, leider, bis das Gas wieder weg ist. Ich denke, jetzt könnte es man wagen. So. Oh, die Unsichtbaren. Na, das wird schwierig. Da muss ich, glaube ich, doch nochmal zur Pistole greifen. So, jetzt sehe ich ihn nicht. Also das Tarnsystem hätte ich mir auch gerne gekauft. Ah, jetzt von hinten. Natürlich, oben, der hört das auch. Ja, interessant wäre gewesen, wie Keitner unsere Entscheidung bewertet hätte. Schließlich wollte sie Bell Tower stellen. Jetzt habe ich, das war auch ein Fehler, so ein Standardmaschinengewehr oder wie das heißt. Brauchen wir nicht. Denn wir müssen uns noch ein bisschen Platz im Inventar aufheben für Quinns gesamte Ausrüstung. Oh, ach, da hinten ist der Fahrstuhl. Ah, wir hätten sie umgehen können. Naja, so schlau war ich dann so schnell nicht. Es gibt hier viele alternative Wege, die muss man alle dann suchen, aber das kostet eben auch Zeit. Also, der Alarm ist, glaube ich, schon wieder... Wenn ich ihn noch nicht deaktiviert habe, muss ich das auf jeden Fall noch machen und dann versuchen wir es nochmal auf diese Weise. Aber Burke weiß jetzt eben schon von uns. Und das heißt, wir können uns vor ihm nicht mehr verstecken. Es wird auf einen Endkampf hinauslaufen. Praxiskit, ja, eine Menge Zeug hat er hier gehortet. So, was ist das? Hacken wir es doch mal. Oh, Sicherheitsstufe 5, naja. Das möchte ich jetzt auch nicht mehr skillen, das lohnt sich nicht. Wer weiß, da sind vielleicht ein paar Waffen drin, aber... wirklich. So. Hier ist noch ein Geheimlager. Mit nochmal Waffen. Also, was er alles hier geortet hat. Er war ja auch Schmuggler. Er hat hier einige Sachen mit hineingebracht. Jetzt muss ich mal Überflüssiges wegschmeißen. Davon haben wir 3. Und noch diese Riegel eben. Davon reichen auch 5. Brauchen wir keinen 6. Und was war das? Raketen. Wir haben den Raketenwerfer leider nicht bekommen in einer Nebenquest. Dafür war es am Ende schon zu spät. Und ich denke, den werden wir auch nicht
denen sind wir nicht angewiesen. Wo sind sie? Verstecken sie sich in irgendeinem Schrank. Ja, machst du Bemerkungen zu meiner Spielweise etwa? Ah, können wir nicht kombinieren. Na gut, dann lass ich's fallen. Stattdessen das Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Vielleicht hilft es uns ja im Kampf. Wer weiß. Alles auf die Pistole, wie gesagt. Habe ich ja schon in der Folge, in der zweiten Folge von mir, glaube ich, so gesagt. Auch wenn ich da dachte, ich werde die Pistole nie brauchen, aber jetzt sieht das doch schon etwas anders aus. Denn es ist gar nicht so einfach, hier noch unbemerkt zu bleiben. Werdet es später noch sehen. Teilweise muss man dann schon aufpassen. Zum Beispiel hier ist so eine Stelle, die sind sofort alarmiert. Ich weiß nicht warum. Na gut, ich höre den Alarm noch im Hintergrund. Was machen die denn hier schon wieder? In gewisser Hinsicht sind wir beide uns recht ähnlich. Aber ich zweifle an ihrer Weitsicht, ihrem Mut, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ja, ähnlich. Wir sind uns. Das sagen irgendwie viele Verbrecher, wenn man es weit geschafft hat, wenn es der Held irgendwie weit geschafft hat, ihnen irgendwie gefährlich zu werden, dann sagen sie, ja, wir sind uns ähnlich, wir wollen doch eigentlich nur das Gleiche, aber haben eben andere Mittel. Ja, aber die machen es dann eben aus und das ist der kleine, aber feine Unterschied. So, hier ist endlich mal was, zur Alarmdeaktivierung. Wie gesagt, ist eine merkwürdige Mischung aus Schleichen und Schießen beziehungsweise entdeckt werden. Wie auch immer. Aber wir haben eine Menge Granaten, die helfen einem jetzt dann doch schon. Gerade die Gasgranaten, die eben nicht tödlich sind, wie gesagt. Die EMP-Granaten ganz nützlich bei den Augmentierten. Das kann uns schon noch helfen. Birk ist ja selber augmentiert. Vielleicht können wir ihn einfach eine EMP-Granate vor die Füße werfen und dann ist Ruhe. Aber ich denke, er hat schon hochwertige Augmentierungen. Das wird nicht ganz so einfach in der nächsten Folge. So, jetzt müssen wir... Ja, das Geschütz ist gerade richtig. Jetzt können wir es ihm... Können wir es mal vor die Wand stellen und dann kann es die Wand überwachen. Und beschießen von mir aus auch. Ist mir egal. Ach, diese Minenmatrixen. Matrix. Ach. Die hätte man vielleicht auch selber mal einsetzen können. Ich kann ja mal eine basteln, wenn wir was haben. Ach nee. Denn es hat ja alles weggeschmissen. Ja, da müsste man eigentlich so eine Splittergranate mit so einem Auslöser verbinden und dann ergibt das eben so ein Teil, was man an die Wand heften kann. Und dann auch ausgelöst wird automatisch. Eigentlich ganz praktisch. Mist, das Geschütz hat uns entdeckt. Ist ja ärgerlich, aber wir müssen erstmal die Laserschranke hacken und deaktivieren, damit nicht nochmal Alarm ausgelöst wird. Dann hat die Deaktivierung gerade nicht viel gebracht oder nicht lange vorgehalten. Wollen ja hier nicht. Wollen ja alle möglichen Gefahrenquellen möglichst umgehen. Das war ja jetzt merkwürdig. Oha. Schnell hier hoch. Wie gesagt, diesmal vermische ich Dennis und meinen Gameplay-Stil. Ach, hier haben wir doch so ein Teil. Minenmatrix. Jetzt kommen da aber ganz schön viele angerannt. Aber ich habe ja schon von der Effektivität der Granaten hier geredet, in dem Fall. So, hier vorne. Hier sieht man die Unsichtbarkeit wieder ganz gut. So. Hat ihm nicht viel gebracht. Ah, da unten ist noch jemand, aber mit dem möchten wir uns doch gar nicht umschlagen, denn eigentlich, der eigentliche Verursacher, die Soldaten, sind zwar von Bell Tower, aber sie wissen eigentlich nichts hiervon. Davon wussten nur die Wissenschaftler, die beteiligten Wissenschaftler und Burke. Kevin da wusste davon
auch nichts. Nee. Wie heißt sie? Eben hier. Die, der Infiltrat, also von Interpol eben hier, die gestorben ist. Jetzt fällt mir selber der Name nicht mehr ein. Ach, das ist unschön. Vielleicht kann ich das noch nachtragen. So. Hinter der nächsten Tür wartet auf jeden Fall Burke schon auf uns. Wenn ihr wissen wollt, wie alles sein Ende nimmt, dieses Let's Play hier, dann begleitet doch mich und Dennis in der nächsten Folge durch das Finale von Deus Ex The Missing Link. Bis dahin.